Oh, jetzt muss ich erstmal anmachen. So. Hallo Leute! Super! Ich bin voll der Streamer hier. Das hinten mit dem grünen Schirm, das habe ich noch nicht gebacken gekriegt. Aber hier mit dem Mikrofon und mit dem Popschutz und mit dem tollen hier, das, was ich hier habe da, das hat mir 1.300 € gekostet. Tolles Equipment, soll auch jeder sehen. Ne? Ist doch toll auch. Ja. Sieht aber scheiße aus. Man sieht ja kaum was von mir. Ja, jetzt packen wir das Ding jetzt weg, oder wie? Leute. Ja, genau, das nervt nämlich. Ich packe jetzt einfach ein ganz gewöhnliches Headset. Pack das Ding jetzt mal hier oben weg. Ja. Ich packe erstmal ein ganz normales Headset an. Das reicht auch eigentlich, wenn man hier so ein kleines Headset hat und ein Mikrofon. Und man braucht nicht irgendwelche Peoples zu sehen, so wie ich es eben übertriebenerweise dargestellt habe. Ich habe einige Streamer oder Filmer gesehen, die haben da solche Apparate, Studio, solche teuren Studio-Mikrofone, die man eigentlich in einem Musikstudio verwendet, welches auch abgeschaltet ist, also abgedämmt ist. Ja, und dann sehe ich die da irgendwie im gefliesten Wohnzimmer darum. Quatschen, das braucht man doch gar nicht. Warum? Frage ich mich. Und jetzt zeige ich mal, wie man mit so einem einfachen, billigen Headset trotzdem gute Soundqualität und Mikrofonqualitäten erreichen kann. So, jetzt bin ich wieder da. Und zwar habe ich hier das Fenster vom OBS Studio kleiner gemacht. Und weil es wirklich nur um die beiden Spalten geht, beziehungsweise um die Einstellung für die Audioeinstellung. Und im Hintergrund lasse ich eine Diashow laufen von einigen Screenshots, die ich von diversen Spielen gemacht habe. Bevor man im OBS Studio auf, ich habe das jetzt mal hier Headset-Mikro genannt, bevor man hier im Studio ausschließlich Einstellungen vornimmt, ist es wichtig, dass man erstmal guckt, wie im System die Audioeinstellungen eingestellt sind. Also ich habe jetzt ein Windows 7 System. Und ich gucke mir das dann halt eben über die Systemsteuerung an. Ich habe das so eingestellt. Einige bei euch wird es wahrscheinlich anders aussehen, aber vom Prinzip her ist es das gleiche. Ich mache die Systemsteuerung auf und gehe auf Sound. Ich muss mich erstmal orientieren. Ich mache mal wieder hier. Verkleinere ich das. So, und dann sehe ich hier, wenn ich auf Sound gehe, sehe ich oft in den Wiedergabe. Reiter, was ich hier alles als Output definieren kann. Ich habe zum Beispiel Nvidia Soundkarte, ich habe hier eine ganz normale Onboard Realtek High Definition Audio Soundkarte, die als Ausgabe Standardausgabe definiert ist. Hier ist ja auch der grüne Haken dran, das heißt also, die Desktop-Lautsprecher werden dann zu hören sein. Oder wenn ich in einem Frontbereich, im Frontpanel mein Headset einstecke, dann wird das standardmäßig normalerweise die Lautsprecher abgestellt und ich höre alles auf dem Headset. Wichtig ist erstmal die Aufnahme. Was haben wir denn als Aufnahmegeräte? Auch nochmal drüber gucken. Hier sehe ich gleich zwei Mikrofone. Einmal von der Webcam hier oben. Das ist egal. Die kann ruhig auf bereit stehen. Für mein Headset habe ich das hier als Standard genommen. Das ist auch jetzt das Mikrofon, worüber ihr mich jetzt hört. Und die aktivierten oder beziehungsweise nur die aktivierten Geschichten lassen sich in OBS Studio auch nochmal einstellen. Aber wenn ich ausschließlich in OBS Studio nachgucke und ich weiß im Hintergrund nicht, was ich überhaupt systemtechnisch angestellt habe, dann kann das schon zu einigen Verzweiflungen führen. So von wegen hier, wieso funktioniert das nicht? Und warum habe ich denn da so komische Qualitäten oder es hört sich rumpelig an? Da komme ich jetzt drauf, dass es doch auch komische Effekte geben kann, wenn man die Einstellungen nicht optimal macht. Jetzt gehe ich noch mal unter alle Systeme. Ich gehe auf meine Audiokarte. Das ist hier in diesem Fall der Realtek HD Audio Manager. Nicht jeder wird den haben, aber das ist dann halt eben das Frontend hierzu und kann dann halt eben sehen, was mir diese Geschichte bringt oder welche Einstellungsmöglichkeiten ich hier habe.
Bei Lautsprecher ist es ganz wichtig, dass hier gibt es sehr viele andere Effekte. Wichtig ist, dass hier die Soundeffekte alle deaktiviert sind. Also die dürfen auf gar keinen Fall an sein. Da darf nichts da sein, was hier irgendwelche Effekte macht. Das ist ganz wichtig, dass wir hier auch hier in der Raumkorrektur nichts einstellen. Hier kann man nämlich den Abstand oder irgendwelche Winkel einstellen. Hier stehen wir Feed hier. Ne, also das interessiert uns alles überhaupt nicht. Wichtig ist also in der Lautsprecherausgabe oder in der Ausgabe keine Soundeffekte einzustellen. Jetzt kommt unser Mikrofon von unserem Headset. Habe ich hier auch eingestellt. Wir haben hier eine maximale Lautstärke, Aufnahmelautstärke. Dann haben wir hier eine Mikrofonvorverstärkung, die ich auf 20 dB plus eingestellt habe. Sollte auch reichen, ist auch systemstandardtechnisch so eingestellt. Dann die Wiedergabelautstärke, die hier drunter ist, würde ich die jetzt anmachen, dann. Oh ja, hallo? Ich weiß jetzt nicht, ob man das hört, aber aus dem Lautsprecher höre ich es auch noch raus. Brauchen wir nicht. Standardformat, das ist hier die Abtastrate, 48 kHz in DVD-Qualität mit 16-Bit-Abtastrate. Braucht uns erstmal überhaupt nicht zu interessieren. Wir brauchen erstmal ein reines Mikrofonsignal ohne Rauschunterdrückung und ohne Nachhallunterdrückung. Denn wenn die im System angeschaltet sind, dann kann es zu ganz komischen Effekten führen. Also bis ich dahinter gekommen bin, hat es mir ein bisschen Zeit gedauert, weil ich noch hier zusätzlich schon die ganze Zeit eine Rauschunterdrückung drin hatte. Und als ich noch die Rauschunterdrückung in OBS Studio aktiviert hatte, dann hat sich das so angehört, als würde ich durch eine Pappröhre sprechen. Also das wollen wir natürlich nicht haben. Wie schon gesagt, keine Rauschunterdrückung, keine Nachhaltunterdrückung. Einfach den Sound pur lassen. Dann, wenn wir das bewerkstelligt haben, können wir auch wieder zurück zu unserem OBS gehen. Gut, ich habe jetzt hier diese Szene Mikrofon genannt, weil es geht hier in dieser Szenensammlung, muss man sich vorstellen, wie so einzelne Filme. Da lassen sich Filter drauflegen auf die Quellen, auf die Bildschirmaufnahme. Das ist jetzt, was ihr im Hintergrund seht. Vom Desktop, von der Diashow im Desktop und vom Headset Mikrofon, welches ich hier habe. Da will ich jetzt auch mal drauf kommen, und zwar ist es wichtig, dass wir da mal einen richtig schönen. So, die mache ich jetzt einfach mal aus. Und ihr werdet garantiert merken, dass sich das richtig bescheiden anhört. Ihr hörtet Rauschen, und wenn ich mal ein bisschen lauter rede, dann ist es zu laut. Entschuldigung bitte, falls es wirklich ein bisschen zu laut war. Ja, und diese drei Filter sollten schon in der richtigen Reihenfolge aktiviert sein. Also zuerst der Kompressor, das heißt, ich kann laut reden, ich kann leise reden und trotzdem klingt es wie ein Radiomoderator, sage ich mal einfach, wie ein Radiomoderator. Das ist die Arbeiten mit dem Kompressor. Dann die Rauschunterdrückung, das ist, wenn die Elektronik der Soundkarte doch ein bisschen bescheiden ist und so ein eigenes Rauschen mitbringt, kann ich das damit auch ausschalten. Dann das Noise Gate, das ist etwas, was das Mikrofon erst bei einer gewissen Lautstärke anschaltet und bei einer gewissen Ruhe wieder runterschaltet, also wie so eine Art Softschalter. Ne, also Noise Gate ist auf jeden Fall auch mit einzuschalten. Man hört es auch auf einmal, wenn man es zu übertrieben einstellt, so wie ich es hier glaube ich gemacht habe, dann. So, jetzt habe ich absichtlich ein bisschen Pause gelassen. Dann denkt man, ist er jetzt abgeschaltet oder das ist das Noise Gate. Ich mache mal das Noise Gate aus. So, und ich glaube, dass ich will das mal ein bisschen hier. Ich muss mal gucken hier auf dieser Skala hier. Seht ihr? Dann bleibt das hier nämlich noch grün. Jetzt mache ich das Noise Gate wieder an. Dann sehen wir hier nichts mehr, weil wirklich alles zugeschlossen wird
was den Sound angeht. Rauschunterdrückung habe ich schon eben erzählt. Ich habe es jetzt standardmäßig auf minus 30 gelassen. Den Kompressor habe ich auch standardmäßig gelassen, wie es OBS Studio mitbringt, hier auf 10 im Verhältnis, minus 18 bei der Schwelle und 6 Millisekunden im Angriff und der Freigabe Millisekunden 60 Millisekunden und Ausgangspegel 0. Oh, das steht noch auf Ausgangspegel 0. Das ist das ja Maximum, wenn ich richtig laut schreie, dass er auf 0 dB rausbringt. Ja, gut, ich hoffe, dass ich da jetzt mal ein bisschen Klarheit bringen konnte mit den Einstellungen der Audioqualitäten und dass man nicht unbedingt so ein Prügel vor der Nase haben muss, welches eigentlich im High-End-Studio gehört, Musikstudio. Und nicht in so einem voll verfließten Wohnzimmer, wo alles rumsteht und noch eigene Raumreflexionen drin sind. Also die Mikrofone bringen sowas nicht mit. Aber ich brauche kein riesen 800-Euro-Mikrofon da im Stream vor meinem Mund zu haben. Finde ich, je weniger, desto besser. Also in diesem Sinne werde ich mich mal verabschieden. Tschüss. Liked mich, folgt mir und macht mal ein paar Kommentare.